Die Bonner Staatsanwaltschaft hat heute klargestellt, dass derzeit nur gegen Versicherungsunternehmen im Zusammenhang mit Parteispenden ermittelt wird. Von den Verfahren wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung seien die Empfänger der Spenden, die Politiker, nicht betroffen. Die CDU wertete heute die Veröffentlichungen über Parteispenden aus dem Versicherungsgewerbe als Versuch, das politische Engagement von Spendern und Empfängern zu kriminalisieren. Einer der im Spiegelbericht genannten Empfänger, der Staatsminister im Bundeskanzleramt Vogel, kritisierte wegen des erneuten Durchsickerns von Angaben aus den Ermittlungsakten heftig die nordrhein-westfälischen Justizbehörden. Mit Vogel sprach Rüdiger Hoffmann. Herr Staatsminister, die Vorwürfe sind ja nicht von Pappe. Lügt nun der Spiegel oder müssen sich den einen oder anderen Vorwurf nicht doch anziehen? Was der Spiegel hier betreibt, ist der Versuch, einen Vorgang zu kriminalisieren, der völlig in Ordnung ist und der auch in höchstem Maße erwünscht ist, nämlich dass Funktionäre, Funktionsträger, Abgeordnete von Parteien sich persönlich darum bemühen, zur Finanzierung der Arbeit der Parteien, zur Finanzierung vor allen Dingen auch der Wahlkämpfe, Spenden zu bekommen. Das macht jeder Ortsvorsitzende und ich habe das selbstverständlich als stellvertretender Landesvorsitzender der CDU Westfalen-Lippe im Jahre 1983 vor der Bundestagswahl auch getan.